Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Tja, heute möchten wir nicht mit einem Chef sprechen, sondern über die Chefs. Und da muss man in der Tat manchmal staunen, was man da so in den Schlagzeilen liest. Milliarden werden in den Sand gesetzt, scheinbar ohne Folgen für das Management. Warum Top-Jobs mit Top-Flops besetzt werden, heute das Thema bei Chefsache. Der Flughafen Willy Brandt, Berlin-Brandenburg, Baubeginn 2006. Elbphilharmonie Hamburg, Bauarbeiten seit April 2007. Transrapidstrecke München, 2008 werden die Arbeiten nach 8 Jahren Bauzeit abgebrochen. Millionenschwere gescheiterte Bauvorhaben. Ein Problem, das nicht nur Großunternehmen in die Schlagzeilen bringt. Auch kleinere Unternehmen geraten durch Fehlbesetzungen an oberster Stelle ins Schleudern. Dabei nehmen Manager wichtige Aufgaben wahr, die sie sich teuer entlohnen lassen. Der durchschnittliche Tagessatz liegt immerhin bei 960 Euro. Überbezahlt und inkompetent? Warum scheitern Führungspersonen an ihren Aufgaben? Laut Dr. Leopold Höffer beginnen Fehlentscheidungen bereits auf der Besetzungscouch. Als einer der weltweit führenden Managementberater und anerkannter Experte auf dem Gebiet gibt er in seinem Buch Kalte Fische, warum wir Top-Jobs mit Top-Flops besetzen, Einblick hinter die Kulissen der Personalpolitik von Spitzenunternehmen. Vetternwirtschaft und persönliche Interessen sorgen für die Einstellung ungeeigneter Kandidaten in der Führungsetage. Und jetzt ist er zu Gast im Regel TV Chefsache Studio. Der Autor des Buches Kalte Fische, herzlich willkommen, Dr. Leopold Höffer. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Wenzmann. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was gesehen in dem kleinen Einspieler. Es scheint hier in der Tat schlimm zu sein in der deutschen Wirtschaft, was für unfähige Chefs zum Teil in diesen Chefetagen sind. Haben Sie sich denn schon mal Gedanken darüber gemacht, wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist in Deutschland durch unfähige Chefs? Also offen gestanden, da habe ich schon aufgehört zu rechnen, das genau zu benennen, ob es nun Hunderte von Millionen sind oder ob es Milliarden sind. Aber auf jeden Fall ist es eine Menge Geld. Sagen Sie mal, was hat Sie denn eigentlich zu diesem Buch veranlasst? Wenn Sie über Jahre oberste Führungskräfte beurteilen und kennenlernen und dann immer wieder erleben, dass es eben doch nicht so ganz klappt mit der Berufung der richtigen Persönlichkeiten an die Spitze, dann werden sie nachdenklich und das wiederholt sich dann und irgendwann sagt man sich dann, okay, du musst dir mal überlegen, was ist eigentlich los, und das hat dann den Anlass zu dem Buch gegeben. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse auf diesen 150, 200 Seiten? Die wichtigste Erkenntnis ist vielleicht, dass wir uns sehr schwer tun, bevor wir jemanden so eine super Position geben, zu verstehen, was die Person genau mitbringt, ob es auch klappt. Wir tun es einfach schwer, im Vorfeld einer solchen Entscheidung eine verlässliche Entscheidungsgrundlage uns aufzubauen. Es ist letztendlich ein Thema, welches alle Bereiche sozusagen angeht. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Was macht denn jetzt erstmal den Top-Flop aus? Außer, dass er natürlich wahrscheinlich mit seinen Fähigkeiten und vor allen Dingen in den Ergebnissen scheitert. Ich würde mal so sagen, wir empfinden den Top-Flop dann, wenn wir merken, auch selber als Betroffene, als Mitarbeiter in einem Unternehmen oder in einer Behörde, dass die Chefin oder der Chef es nicht so ganz packt. Ja, was macht das aus? Wir merken Unsicherheiten, das kann man nicht verhehlen. Ja. Wir haben auch Vergleichsmöglichkeiten. Ja. Wir können zum Beispiel vielleicht Vorgesetzte, die, wo wir es schon mal gesehen haben, das einfach besser machen würden. Ja. Wir haben Vergleichsmöglichkeiten. Das heißt, ich habe mal von diesem Peter-Prinzip gehört, welches ja da besagt, dass Menschen so lange befördert werden, bis sie dann naturgegebenermaßen in der Position, wo sie zuletzt sind, irgendwo festsitzen und scheitern. Letztendlich einer Tätigkeit nachgehen, die sie halt eigentlich nicht mehr können. Was kann man denn dagegen unternehmen? Und ist es tatsächlich so? Ja, also das Peters-Prinzip ist wirklich eine super Geschichte. Das hat man so auf den Punkt gebracht. Jeder wird sozusagen bis zur Stufe der Unfähigkeit befördert und er verbleibt dann auf dieser Stufe dauerhaft. Das heißt, man kommt in die Position, wo man eben gerade eben nicht mehr gut genug ist. Ja? Und um das zu verhindern, muss man sich im Grunde genommen auch vor jeder Beförderung die Frage stellen, der es so gut gemacht hat bisher oder die es so gut gemacht hat, ist die dann auch in der nächsthöheren Stufe immer noch gut genug oder ist es dann schon Überforderung? Was mache ich denn jetzt als Mitarbeiter, wenn ich offenkundig sehe, dass mein Chef eine Pfeife ist? Gut, ich bin der Gefangene der Situation. Wenn die Leute bevollmächtigt sind und die Macht haben,
kann ich auch zum Opfer werden. Ja? Also ich muss mir ziemlich genau überlegen, was für Handlungsmöglichkeiten besitze ich überhaupt. Je nachdem, wenn ich jetzt der Eigentümer bin, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das zu ändern. Ja, ich kann hinter dem Rücken des jetzigen, kann ich mir vielleicht eine Alternative aufbauen. Mhm. Ja. Aber als, sage ich mal so, Betroffener von einem Chef kann ich eigentlich nicht viel machen. Das ist eben das Typische daran. Das ist ja eine hierarchische Organisation. Was empfehlen Sie denn denen? Augen zu und durch oder gleich am besten das Unternehmen verlassen? Nein, also ich denke, man sollte sich überlegen, wie lange das wohl so gehen kann. Ja. Es gibt ja auch Situationen, die sind derart unhaltbar, dass man weiß, das ist schon in ein paar Wochen vorbei, ja, oder in ein paar Monaten. Und dann würde ich sagen, einfach cool bleiben, also immer freundlich lächeln und winken sozusagen. Ja. Sagen Sie, man hat ja manchmal den Eindruck, dass aber an diesen CEOs, an diesen Geschäftsführern, die ganz offensichtlich das nicht können, was sie da machen, trotzdem festgehalten wird. Warum denn eigentlich? Gut, es ist unsäglich peinlich, vor der Öffentlichkeit zugeben zu müssen, dass man sich getäuscht hat. Ich kann auch, wenn ich glaubwürdig bleiben will, nicht zu oft das Pferd wechseln. Ja? Also ich muss irgendwo eine gewisse Kontinuität nach außen bewahren und dann muss ich das halt durchstehen. Ja? Vor allem, wenn das jetzt also serienmäßig passiert. Das heißt, wenn ich jetzt in der Position des Chefs bin oder ich bin jetzt in einer Führungsposition innerhalb des Unternehmens, fühle mich unglaublich wohl, dass ich da jetzt endlich angekommen bin. Das war immer das Ziel in meinem Leben und ich stelle jetzt tatsächlich auch fest, ich kann es eigentlich nicht. Was mache ich jetzt? Gut, das ist die andere Seite, die sollte man nicht vergessen. Ich finde es gut, dass Sie das auch ansprechen. Also wenn man bei sich selber Überforderung realisiert, ja, muss man sich einfach überlegen, welches Risiko laufe ich jetzt hier? Habe ich ein gesundheitliches Risiko? Gehe ich da dran schlichtweg kaputt? Erkranke ich? Burnout ist eine Realität für viele. Ja? Mache ich mir meinen Namen total kaputt, weil ich diesen Laden hier ruiniere? Andere Frage. Ja? Also der geordnete Rückzug ist immer eine Möglichkeit. Ja. Ich sollte natürlich aber vorerst versuchen, entweder aus eigener Kraft oder eben mit Bordmitteln versuchen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Ja. Ich sollte schon mein Bestes geben. Jetzt gibt es ja durchaus auch noch mal vielleicht eine dritte Situation, die irgendwo so zwischendrin ist. Und zwar, ich werde zum Sündenbock gemacht. Passiert ja auch immer wieder beispielsweise auch in der Politik. Und dann? Gehen wir mal tatsächlich davon aus, ich bin in einer Top-Position, egal jetzt, ob in der Wirtschaft oder vielleicht auch in der Politik. Ich habe es auch tatsächlich drauf. Ich kann das ganze Zeug, aber die Rahmenbedingungen möchten mich jetzt halt nicht mehr haben. Und ich werde zum Sündenbock gemacht. Entweder zwischendrin oder im Nachhinein. Und jetzt? Ja, also ich sag mal so, die Situation ist für die Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt sehr kritikempfindliche Menschen, die gehen an so etwas möglicherweise kaputt. Vielleicht nehmen die sich das Leben, wenn sie in der Öffentlichkeit angeprangert werden, als unfähig oder als pflichtvergessen. Es gibt auch robuste Naturen, die einfach sagen, ja, der war irgendwie nicht zufrieden, ja, es war in Ordnung für mich, ja, es war nicht ganz fair, aber was soll's. Ne? Also im Grunde genommen bin ich dann in einer außerordentlich schwierigen Situation. Also ich komme aus dieser Falle auch so leicht nicht raus. Sie leben oder arbeiten ja in Zürich und natürlich darüber hinaus, sind aber regelmäßig auch mal bei uns hier in der Region zu Gast. Und zwar führt Ihr Weg auch immer wieder hier nach Ravensburg. Warum denn? Gut, also ich habe eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Das ist Professor Eberhard Hohl. Ja. Der ist dort ja der Dekan des internationalen MBA-Programms. Und wir kennen uns schon seit langer Zeit. War auch früher mein Chef. Und ja, das ist eine Hochschule, wo die Schnittstelle zur Praxis, möchte ich mal sagen, also die Brücke zur Praxis in der dualen, also modernen Art, also hervorragend geleistet wird. Ja. Und so bin ich auch auf dieser Seite des Bodensees auch mit verschiedenen Firmen, in verschiedenen Firmen als Unternehmensberater tätig. Ja, herzlichen Dank, Dr. Leopold Hüffer. Wir sind schon am Ende der heutigen Chefsache-Sendung angelangt. Das waren sehr spannende Einblicke in die Chefetagen der deutschen Unternehmen. Ja, und ich hoffe auch Sie, liebe Zuschauer, konnten das ein oder andere
mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Am Mittwoch ist es wieder soweit. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.